Hallo und herzlich willkommen bei Queerlit, der Videoreihe des Literaturhauses Bremen. Mein Name ist Sascha Salzmann und mein heutiger Gast ist Gunther Geltinger. Hallo Gunther. Hallo Sascha, ich freue mich sehr, dabei zu sein. Ich freue mich so, dass du dabei bist. Gunther Geltinger ist der Autor von Büchern wie Mensch, Engel und Moor. Er ist mit diversen Literaturpreisen ausgezeichnet. Er war Stipendiat unterschiedlicher Programme. Er unterrichtet zurzeit Schreiben unter anderem an der Universität Köln. Und heute möchte ich so gerne mit Gunther sprechen über seinen letzten Roman, Benzin, da ist das schöne Buch, erschienen bei Surkamp. Gunther, lass uns loslegen. Du hast ein fantastisches Buch geschrieben. Ich habe ein paar Fragen, aber bevor ich dich explizit zu Benzin befrage, unsere Videoreihe heißt Queer Lit. Gibt es für dich queere Literatur, gibt es für dich diese Begriffe? Gibt es einen Unterschied zu schwuler Literatur oder findest du, dass all das beim Schreiben keine Rolle spielen sollte? Das ist eine sehr interessante Frage und die beschäftigt uns queere Autorinnen und Autoren ja eigentlich seitdem wir mit unserem Schreiben an die Öffentlichkeit getreten sind. Was ist eigentlich unser Schreiben mit unserer speziellen Lebensweise, die sich von der hetero-Lebensweise unterscheidet? Bis ich mit meinem Schreiben an die Öffentlichkeit getreten bin, habe ich einfach nur geschrieben. Und in der Jugend war es klar, dass ich vor allem auch über meine Sehnsüchte, Gefühle schreibe, meine Einsamkeit. Die Einsamkeit hatte viel zu tun mit meinem Schwulsein. Aber all das war ja noch kein queeres Schreiben. Das war einfach das Schreiben schöpfend aus meiner Lebenssituation. Und so ist es immer noch. Jetzt gehöre ich natürlich sozusagen zu den etablierten queeren Autoren und das ist irritierend, weil ich ja immer noch so schreibe wie damals, also über das, was mich im Leben beschäftigt, auch über das, was ich nicht kompensieren kann. Also Schreiben ist ja auch ein Kompensieren dessen, was nur durch Sprache vielleicht Ausdruck finden kann im eigenen Leben. Deshalb würde ich sagen, heute queeres Schreiben ist das Schreiben über das eigene Anderssein und das ist losgelöst von einer sexuellen Orientierung. Das ist vielmehr gebunden an eine gewisse Sensualität, an eine gewisse Form der Wahrnehmung. Queeres Schreiben ist, glaube ich, deshalb queer, weil queere Autorinnen und Autoren über ein anderes, vielleicht erweitertes Sensorium verfügen. Sie nehmen die Welt etwas anders wahr und bedingt durch diese andere Wahrnehmung ist das Schreiben, die Lyrik oder die Prosa, die wir schreiben, auch anders. Es ist eine andere Weltwahrnehmung und in dieser Weltwahrnehmung ist sicher auch immer die Erfahrung des Andersseins und damit auch die Erfahrung der Diskriminierung mit eingeschrieben. Und deshalb würde ich sagen, queeres Schreiben ist viel mehr als Schreiben über schwule, lesbische, bisexuelle, intersexuelle Beziehungen, über eine Art des Sex und des Lebens von Sex, des Lebens von Beziehungen. Es ist das Schreiben über nicht in der Mitte stehen, so, sondern die Mitte von einer anderen Perspektive zu sehen. Und deshalb kann man heute queeres Schreiben, glaube ich, sowieso von intersektionalem Schreiben nicht mehr trennen, weil das gehört zusammen. Also die Erfahrung von Anderssein ist ja vielfältig und nicht nur an Homosexualität gebunden, sondern das, ne, also jeder Mensch, der anders ist, erfährt auf eine Art und Weise auch sein Anderssein gespiegelt. Deshalb würde ich heute sagen, damals in den 90ern sprachen wir noch über schwule Literatur und lesbische Literatur. Es gab schwule Buchläden, später waren es die schwul-lesbischen Buchläden. Also auch da sieht man, das musste erstmal zusammenkommen. Ne? Die Schwulen waren sehr dominant, auch in der Bewegung in der Bewegung des Coming-out sozusagen, des gesellschaftlichen. Aber das ist, glaube ich, wirklich, gehört einem anderen Jahrhundert an. Also wenn man heute über eine schwule Beziehung schreibt, muss das nicht unbedingt queere Literatur sein. Ich finde, da gehört ein bisschen mehr dazu. Also den Quotenschwulen oder die Quotenlesbe in der Literatur brauchen wir
heute nicht mehr. Das ist nicht alles, ne? Das war mal so. Aber heute heißt queeres Schreiben, glaube ich, die Welt, wie sie jetzt ist, multiperspektivisch zu betrachten. Das ist eine sehr schöne Definition. Ich glaube, das ist auch sehr nah an dem, was Judith Butler, ja wirklich die Person, die queer für uns nochmal neu definiert hat in Gender Trouble, ja auch so festhält. Judith hat sehr klar gesagt, queer ist etwas, was wir tun und es ist nur bedingt unsere Sexualität. Queer heißt quer zu der Normalität. Genau. Und der heutige Begriff der Intersektionalität, den du gebraucht hast, eben die Mehrfachdiskriminierung, ist natürlich unser zentraler Fokus, weil niemand geht nur auf einem Fuß anders. Der ganze Körper verändert sich, wenn der Boden plötzlich nicht so ist wie für die anderen. Und ich glaube, dass das Thematische in Romanen ja auch nur ein Teil des Queeren ist. Es gibt ja auch eine queere Ästhetik, oder? Und die sehe ich in deinen Büchern. Das finde ich ganz interessant. Das ist vielleicht, wenn man sich die drei Romane anschaut, im Benzin ist es am explizitesten von der Thematik. Da geht es um ein schwules Paar. Trotzdem finde ich deine anderen Bücher auch enorm queer von der Art und Weise, wie du mit Sprache spielst und was du mit Sprache alles erreichst. Ist das bewusst oder interpretiere ich das rein, weil ich deine Arbeit kenne? Also ich bin sehr froh, dass du das sagst, weil wir leben ja so ein bisschen im Zeitalter des Thematismus und das Thema ist dann auch gleichzeitig immer in der Wahrnehmung die Form des Romans, beziehungsweise wird über die Form eigentlich kaum mehr gesprochen, sondern die Frage, um was geht es, steht sehr weit vorne in der Wahrnehmung von Literatur heute. Deshalb ist das, also mir ist es viel, viel wichtiger, über Form, über Ästhetik zu sprechen. Und da komme ich, glaube ich, zurück, was ich zu eben sagte, also dass meine Protagonisten schwul sind, ist meinem Leben geschuldet. Warum sollte ich über Heterosexuelle schreiben, deren Welt ich erstens nicht kenne, oft nicht verstehe, manchmal auch nicht verstehen will? Das wäre dann interessant, über Heterosexuelle zu schreiben, warum man vieles nicht verstehen möchte als schwuler Mensch. Aber das wäre ja eine irgendwie unnatürliche Konstruktion. Gleichzeitig ist es natürlich möglich. Es können ja auch heterosexuelle Autorinnen und Autoren über schwule und lesbische Paare und so weiter schreiben. Das muss ja möglich sein in der Literatur. Aber darum geht es ja nicht. Es geht ja nicht darum, Geschlechterkonstellationen in der Literatur sich auszudenken und dann zu sagen, das ist queere Literatur. Es geht um eine Form, um eine Formfrage, um eine Ästhetik, um einen Ansatz, um eine Sprache. Und was Butler sagte, dass es eine Form des So-Seins ist im Jetzt, das wirkt sich bei uns Autorinnen und Autoren natürlich auf die Sprache aus, weil Sprache ist unser Sein im Jetzt sozusagen. Und deshalb ist die Sprache in meinen Büchern, denke ich, schon queer, unabhängig davon, ob Vince und Alexander, die Protagonisten aus Benzin, schwul sind, unabhängig davon, ob Dion, der Protagonist aus Moor, der 13-jährige Junge später einmal ein schwuler Mann sein wird und gerade sozusagen in der Übergangsphase lebt. Und das Coming Out in Mensch Engel, meinem ersten Roman, handle ich auf den ersten zwei Seiten ab. Es geht eigentlich nicht ums Schwulsein. Das Coming Out wird gesetzt und dann geht es ums Anderssein. Und das Anderssein in Mensch Engel ist ein Anderssein viel, viel tiefer als ein geschlechtliches Anderssein. Es geht um eine psychische, um mein psychisches Anderssein, es geht um eine andere Form der Wahrnehmung. Leonard Engel lebt zwischen Mensch und Engel, aber nicht zwischen, also er lebt auch zwischen Schwulsein und Heterowelt, aber er lebt vor allem zwischen merkwürdigen Formen des Menschseins, des Andersseins, das sich selbst anders betrachten. Und das wirkt sich auf die Form aus und muss sich auf die Form auswirken. Ich würde sogar sagen, in Moor, dass das Moor spricht, ist viel mehr der queere Ansatz, als dass Dion vielleicht ein schwuler Junge ist. Also, weil mir das eine ganz andere Sensualität im Werkzeug der Sprache gibt. Ja, das ist. Das ist schräg. Also, es muss etwas schräg sein. Es muss etwas missklingen. Queer sein ist für mich, wenn etwas quer steht,
Wenn etwas quer steht, muss es missklingen oder es muss anders klingen. Es muss irgendetwas Disharmonisches dabei sein. Und die wohlklingende Sprache ist ja nicht die, also die eine wohlklingende Sprache kann ja auch disharmonisch sein, aber sie muss nicht so eingängig, also sie ist nicht Mainstream. Ne? Also der Mainstream und der Hetero, Mainstream und heteronormativ ist der eine Klang und vielleicht queer und transständig ist der andere Klang und dazwischen gibt es einfach verschiedene Tonarten. Es geht da auch um glaube ich, eine Musikalität. Ja, ja, das glaube ich auch und eben, wie du gerade meintest, im Moor spricht More. Und das ist etwas sehr, sehr Eigenes und ich glaube, die lyrische Kraft, die der Text entwickelt, bringt einen tatsächlich einfach in eine Welt, die man so nicht kannte. Ich habe wirklich großen Respekt vor dem, was du da in dem Buch gemacht hast. Heute reden wir aber über Benzin und ich würde dich gerne jetzt wieder was Thematisches fragen. Und zwar geht es ja in dem Buch um die Beziehungskrise zwischen Vince und Alexander, die sind verheiratet. Vince ist Schriftsteller und sein poetologisches Prinzip ist ja, das eigene Leben zu fiktionalisieren, noch heftiger das eigene Liebesleben. Und Alexander liest dann die Details von, wie schlimm es war, ihn zu heiraten, in dem Buch. Nun, irgendwie erschöpft sich dieses poetologische Prinzip und auch die Liebe zu Alexander versiegt oder beziehungsweise an dem Punkt der Geschichte, wo wir einsteigen in den Roman, wissen Vince und Alexander nicht so richtig, ob miteinander, wie miteinander und warum miteinander. Und jetzt schickst du sie ausgerechnet auf einen Roadtrip durch Südafrika. Nun wollte ich dich fragen, und zwar nicht als Vertreter deiner Figuren, Vince und Alexander, sondern du als Autor, warum Südafrika? Also das hat zwei Gründe. Der in meiner Vita begründete, ist, dass ich durch Lebenswege, die sich so verschlungen haben und ein Stipendium, das mir die Möglichkeit gegeben hat, eine Zeit lang in Südafrika zu arbeiten oder einfach mal zu reisen, 2013. Ich war schon vorher ein paar Mal als Tourist in Südafrika. Dieser Weg nach Südafrika hat sich ergeben und ich merkte dort, dass dieses Land mich sehr beschäftigt. Durch seine Widersprüchlichkeit, durch seine Schönheit natürlich auch. Dadurch, dass es von der Verfassung her eines der modernsten Länder der Welt ist, also viel fortschrittlicher, was zum Beispiel queeres Leben angeht, als Deutschland es lange war. Man konnte da schon viel, viel früher heiraten und so weiter. Aber 60% der Bevölkerung unglaublich homophob sind und Homosexualität eben nur in der Verfassung praktiziert werden kann, so offen und es aber eigentlich nicht der Fall ist. Also voller Widersprüche, voller Schönheiten, voller Wasserfälle. Ich wollte auch, also ich wusste, dass in meinem dritten Buch ein Wasserfall eine zentrale Rolle spielen muss, weil ich einen Wasserfall-Fetisch habe, also einen literarischen Wasserfall-Fetisch habe. Keinen sexuellen. Und das war die Biografie. Also da hat mich die Biografie hingeführt. Poetologisch, also meine beiden Romane arbeiten ja immer mit der Autofiktion auch als Teil der Erzählung. Also ist auch die Handlung in Benzin, die Handlung in Mensch, Engel, Moor und dann auch Benzin hat immer die Metaebene der Autofiktion. Und so war es jetzt beim dritten, habe ich überlegt, was kommt jetzt? Also wer spricht denn jetzt? Und wie gehe ich mit dem Autofiktionalen um? Und während Leonard Engel in Mensch Engel am Anfang des autofiktionalen Schreibens steht, Moore ist dann so in der Mitte, dachte ich jetzt, der Held, der Protagonist von Benzin muss eigentlich am Ende des autofiktionalen Schreibens stehen. Die Mittel müssen erschöpft sein. Sein Zeichensystem, und er bewegt sich ja als Autofiktionär in einem literarischen Zeichensystem, als schwuler Mann Mitte 40 in einem gesellschaftlichen Zeichensystem, in der schwulen Szene nochmal in einem Codier, also nochmal in Codes, ne? Da geht es dann um Dating-Codes und um schwule Codes und um Klamotten-Codes und um Fetisch-Codes und so weiter. All diese Zeichensysteme müssen
in Benzin implodieren. Und wo könnten sie besser implodieren als in einem Land, wo diese Zeichensysteme existieren, aber ganz anders gelebt werden, teilweise eben nicht funktionieren und schon gar nicht funktionieren für einen Schriftsteller, einen gesetzten Schriftsteller, mäßig erfolgreich, schon ein bisschen saturiert, der aus Deutschland mit seinem Freund oder mit seinem Mann, wo es nicht mal so richtig funkt, nach Südafrika kommt und über sich selbst und dort seinen dritten Roman schreiben will, beziehungsweise dort die Idee für seinen dritten Roman sucht. Also ich auf der Suche nach dem dritten Roman habe meine Figur Vince nach Südafrika auf die Suche nach seinem dritten Roman geschickt. So kam das zusammen. Okay, und ich meine, Sie fahren auch noch ein weißes Auto. Zwei weiße Körper, genau, in einem weißen Auto. Ein Toyota. Zwei weiße Männer. Ja, es sind sehr eindeutige Symbole. Relativ am Anfang des Buches schreibst du, jetzt bürden die beiden auch noch ihre Beziehungsprobleme diesem Kontinent auf. Und ich lese deinen Roman tatsächlich unter anderem natürlich auch als Kritik an der schwulen Szene voller Codes, Codierungen, Bedingungen und Forderungen und vor allem an dem Rassismus der schwulen weißen Szene. Und abgesehen von der Handlung, die tatsächlich sehr von der Angst der Protagonisten, vor allem von der Angst von Vince getrieben ist, der überall Gefahren sieht, der immer einen Angriff erwartet, der seinen rassistischen Blick natürlich nicht abstellen kann, wie auch. Abgesehen davon, noch bevor die Geschichte losgeht, zitierst du Franz Fanon, also den Vater des postkolonialen Denkens, den Philosophen, den Schriftsteller, den Arzt, jemand, der für Postcolonial Studies heute essentiell ist, und dein Roman fängt an mit dem Zitat, ich würde es gerne vorlesen, es ist so schön. Der Mensch ist menschlich nur insofern, als er sich einem anderen Menschen aufzwingen will, um von ihm anerkannt zu werden. Wunderschönes Zitat, Franz Fanon, zu Beginn von Benzin. Sag mal, interpretiere ich das rein und Romane haben gar keine Themen und jetzt will ich so eine Postcolonial-Debatte da reinbringen? Nein, und ich bin froh, dass du sie ein bisschen reinbringst, weil ich habe sie in der, im Gespräch über den Roman, wie er besprochen und mit mir besprochen worden ist, habe ich das eigentlich ein bisschen vermisst. Also es geht schon um mehr als um Online-Dating und um die kaputte Ehe eines saturierten schwulen Paars in der Mitte der Gesellschaft. Das war so, also das hat zum Beispiel niemand was mit Fanon anfangen können, kaum jemand. Das ist vielleicht auch einfach, weil man da Berührungsängste hat, dieses Thema aufzugreifen. Und auch, es ist natürlich heikel, das eine mit dem anderen, also das Queere mit dem Postkolonialen zusammenzubringen, ist genauso heikel wie notwendig heute. Also das muss man eigentlich tun. Und das war so ein bisschen, das habe ich ein bisschen vermisst. Ich habe allerdings nicht, und das muss ich ganz bewusst herausstellen, ein Vorhaben gehabt, ein postkoloniales Buch zu schreiben. Oder ich hatte nicht das Vorhaben, das zu tun, was du jetzt gerade gesagt hast. Ne? Also das zusammenzubringen oder dieses Thema auszufüllen. Es ist ja nie so, dass ich mir ein Thema ausdenke und über das schreibe ich nicht. Ich lese dann ganz viel und denke so, ach, das könnte ein interessantes Thema sein, darüber schreibe ich. Ich habe auch keine Ideen. Also ich kriege eine Aufgabe und die ist dann da und ich denke so, nehme ich die jetzt an und dann gehe ich ein Jahr mit der schwanger und denke so, ist sie immer noch da? Also ist es sowas da, über das ich schreiben muss? Und es gibt auch eigentlich keine Alternative. Ich kann nicht sagen, die Idee ist gut, die ist nicht da, da fange ich mal an, da schaue ich, ob das funktioniert. Es ist eine Idee da, ich habe keine Alternative, ich muss darüber schreiben. Das war da und ich bin da rumgeeiert und ich bin nochmal nach Südafrika gefahren und bin gereist und irgendwann habe ich gedacht, ich muss jetzt darüber schreiben. Und dann habe ich erst angefangen, Fanon zu lesen und so weiter. Ja, dann habe ich die ganzen postkolonialen Autoren gelesen. Zur Mitte des Schreibprozesses dachte ich, oh Gott, du bist doch kein Experte in Postcolonial Studies. Wie willst du dieses Thema meistern? Ja, so der einzige Weg war nur
meine Sprache zu fixieren, meine Figuren, alles, was ich mir angelesen hatte, wieder zu vergessen und irgendwie zu versuchen, nicht über das Thema zu schreiben, sondern das Thema zu spüren, es da zu haben, es auf dem Schirm zu haben, aber konsequent der Wahrnehmung meiner Protagonisten zu folgen. So. Das war der einzige Weg, es auch nicht so auszuhängen, hier, ich schreibe ein Roman über Afrika. Was ist überhaupt ein Afrika-Roman? Also was ist das? Das kann es gar nicht geben. Also ein Deutscher kann keinen Afrika-Roman schreiben. Es sind halt zwei deutsche Touristen, die durch Südafrika reisen und ihr Leben dort auf eine Art und Weise gespiegelt sehen, die Afrika für sie erstmal relevant macht, aber nur für sie. Das heißt noch nicht, dass es ein Afrika-Buch ist oder das Afrika-Thema sozusagen darüber steht. Ja. Ja, durchaus. Es ist tatsächlich eher die Veranschaulichung von Innenleben dieser zwei Männer, vor allem von Vince. Und diese Getriebenheit, die Einsamkeit, die Verliebtheit in einen anderen Mann, der eben nicht der eigene Ehemann ist. Und auch das Suchen nach dem eigenen Schreiben, was ja für alle, die Schriftsteller sind, ob das fiktionale Figuren sind oder wir, das Zentrum unseres Seins ausmacht. Und natürlich ist das kein Afrika-Roman, natürlich ist es kein postkolonialer Roman in dem Sinne, aber deine Einflüsse sind relativ klar. Und einer, der vorne zwar nicht genannt wird, aber den ich da drin lese oder seine Stimme da drin höre, ist natürlich unser beider Vorbild James Baldwin. Und ich wollte so gerne dich fragen, warum eigentlich James Baldwin? Und mir scheint es so klar, weil das jemand ist, den ich permanent zitiere, an den ich permanent denke. Ich lese immer wieder in seinen Romanen, aber ich habe dich nicht gefragt und jetzt nutze ich die Gelegenheit. Warum ist James Baldwin so wichtig für dich? Baldwin ist ebenso wichtig für mich wie zum Beispiel Ingeborg Bachmann. Zwei Autoren, die man jetzt so sagen, was haben die miteinander zu tun? Ne, zwei, also ungefähr die Zeit könnte so, überschneidet sich ein bisschen, aber sonst Österreich und so, ganz woanders. Also es ist die Sprache. Also Baldwins Sprache war von Anfang an etwas, was mich betroffen hat. Das hat mich wirklich, das geht mich an, so. Und dadurch, dass seine Sprache mich etwas angeht, gehen seine Themen mich etwas an. Also Baldwins postkoloniale Theorie kam über seine Sprache zu mir und auch gar nicht mal so sehr über seine Essays und über Theorie und über Interviews, sondern eben über seine Romane. Das war bei Bachmann in meiner Jugendzeit zum Beispiel ähnlich. Den Zugang zur Lyrik an sich habe ich über Bachmann gefunden und die Sprache hat mich wirklich programmiert. Also es gibt so ein paar prägende Werke und Autorinnen und Autoren. Baldwin zähle ich dazu. Einer der wenigen englischsprachigen Autoren, muss ich sagen, die mich so geprägt haben. Also sonst sind es tatsächlich eher die deutschsprachigen. Und ich habe mich auch lange nicht getraut, Baldwins Originale zu lesen, einfach weil ich mich davon überfordert gefühlt hätte oder dachte, das irgendwie schaffe ich nicht und ich muss auch immer die deutsche Übersetzung irgendwie dabei haben. Aber das ist vor allem eine sprachliche Sache, wie bei mir Literatur nur über die Sprache zündet und nicht über die Themen. Er hat etwas Existenzielles, ohne pathetisch zu sein, wie die Bachmann auch, ja, also, und er hat etwas unglaublich Verletztes und gleichzeitig sehr, er hat immer den Überblick, also es ist nie nur das Thema, es ist immer das Ganze. Und das ist bei Baldwin das, was in jeder Satz transportiert und was ich von Literatur erwarte, dass jeder Satz über sich selbst und über das, was er verhandelt, hinausweist. Ja, so versuche ich zu schreiben. Das ist der Anspruch. Ja, man merkt halt diese Einflüsse deinem Schreiben. Also so geht es mir tatsächlich auch, wenn ich deine Texte lese. Die Sprache will mehr von mir. Und die Themen sind da, aber die Themen sind quasi das Hintergrundrauschen und nicht andersrum. Es ist nicht so, dass
mir durch die Sprache ein politisches Anliegen gerade nahegebracht wird, sondern ich habe das Gefühl, ich werde in eine Welt entführt, in der ich das Vergnügen habe, aber auch die Verantwortung, selber zu gucken, wo ich mich verorte und was ich davon will. Und insofern gratuliere ich dir auf jeden Fall zu Benzin. Freue mich extrem auf dein nächstes Buch. Ich weiß, du bist im Schreiben, aber es ist zu früh, darüber zu sprechen. Nächstes Interview, nächstes Buch, Gunther. Ich frage dich dazu gar nichts. Aber ich freue mich auf alle unsere kommenden Gespräche und vielen, vielen Dank für dieses hier. Vielen Dank für diese schönen Fragen. Vielen Dank, Sascha, für dieses Gespräch. Und ich freue mich auch auf das Gespräch über das nächste Buch. Und vor allem fände ich es wahnsinnig spannend, ob wir da ein Thema in diesem Buch finden, weil ich weiß es noch gar nicht im Moment. Ich sage, um was geht es? Tja, es geht erstmal darum, die richtige Sprache zu finden. Das ist das einzige wirkliche Thema bei Literatur. Und ich freue mich. Genau, ein Thema. Genau. Bis dann, Gunther. Schön, dass du das auch so siehst. Ich freue mich. Ciao. Tschüss. Danke. Tschüss. Ciao.